Es macht demütig, hier in Paltiti zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und der Lösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja. Wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld.
Es kommt nicht wieder vor. Jonah, kannst du reden? Dr. Dominguez stammt ursprünglich aus Paititi, wo Trinity seit dem 17. Jahrhundert eine Präsenz unterhält. Das einstige Oberhaupt des Hohen Rates, ein italienischer Kardinal namens Gualtiero de Luca Dominguez, sah großes Potenzial in dem kleinen Jungen und bildete ihn wie einen Sohn dazu aus, seine Nachfolge anzutreten. Er stieg in den Reihen von Trinity auf, bis er schließlich zum Oberhaupt des Hohen Rates wurde. Er verbrachte den Großteil seines Lebens außerhalb von Paititi, wobei er zwar häufig dorthin zurückkehrte, aber nie lange blieb. Sein richtiger Name ist Amaru, aber als Hohepriester des Kultes in Paititi wird er von vielen nur mit seinem Ehrentitel angesprochen, Kukulkan. Er brachte den Schlüssel von Chakchel aus Cozumel zurück und versicherte seinem Volk, er würde ihn zu dessen Schutz verwenden. Amaru will die Schatulle von Ixchel in seinen Besitz bringen, um Paititi vor den zunehmenden Gefahren der Außenwelt zu beschützen. Er liegt aber bereits der Verlockung der Macht, der Möglichkeit, die Welt nach seinen Vorstellungen neu zu erschaffen. Ja, ich bin mit Ucho im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es außerhalb von Paititi? Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Das war bestimmt mal eine beeindruckende Waffe. Sie muss unglaublich oft benutzt worden sein, um sich in einem solchen Zustand zu befinden. Und wenn die Blutflecken Rückschlüsse zulassen, war es auch so. Alles klar.
Alles klar. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Ich muss ihn aufhalten. Dadurch. Da wir nichts von Lopez gehört hatten, begannen einige unserer Anführer an ihm zu zweifeln. Unsere Gruppe wurde nach Süden geschickt, um der Sache nachzugehen. Nachdem wir nicht wussten, ob die Bewohner der Stadt Lopez bei seiner Ankunft getötet hatten, schickten wir die Einheimischen vor. Sie kehrten mit Berichten über die in der Stadt wütende Krankheit zurück. Ein Umstand, den wir zu unserem Vorteil nutzen werden. Das hier zeigt offenbar Unuratu, die eine aufständische Gruppe anführt. Im Hintergrund ist eine fast vollständige Sonnenfinsternis zu sehen. Oh, stinkt es. Das muss der Ort sein, den Ätzli meinte. Ganz ruhig, Lara, ganz ruhig. Widerlich. Okay, keine Hektik. Du schaffst das. Rituelle Opfer.
Ja. Ich habe wohl keine Wahl. Ist das einer der Rebellen? Es gibt irgendwo einen Zugang. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, dadurch. Der Geruch wird immer stärker. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Ucho über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt ein Reiher und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Sieht aus, als wär's der einzige Weg, okay? Alles voll. Ich kann. Die Barriere muss verbrennen. Es ist zu feucht. Ich brauche Brandbeschleuniger. Voller Öl und Blut. So. Ja.
Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Ist das so eine Art Aderlasskammer? Verdammt, es fließt zur falschen Stätte. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Eine Barriere. Zu schwer. Ich brauche mehr Drehmoment.
jetzt zur Schatulle. Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Hier ist der kleine Rebellenprinz. Ashley! Da drüben, schnapp sie! Möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Die neuen Anbaumethoden des Kultes von Kukulkan haben zur Vernichtung weiterer Pflanzen geführt. Zuerst starben die Bienen, dann fiel die Kakaoernte aus. Der Boden ist so schwer geschädigt, dass auf ihm nur noch Mais wächst. Und selbst diese Pflanzen sind kaum lebensfähig. Wenn wir nichts unternehmen, droht Paititi eine schreckliche Hungersnot. Das ist ein traditioneller Fußpflug, der in den Anden auch heute noch verwendet wird, selbst außerhalb Paititis. Manchmal sind die einfachsten Methoden immer noch die besten. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli.
Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Onuratu! Sie haben Ezli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen. Es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ezli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ezli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle.